Andreas, hi. Hallo Marcel. Grüß dich. Grüß dich auch. Hör mal, wie geht's dir? Mir geht's gut, prima. Wie geht's dir? Perfekt. Und bereit offensichtlich für ein neues Webinar, ne? Digitalisierung des Lichts 2.0. Genau. Und wenn wir den Scheinwerfer hinter uns mal anschauen, dann ist unser Licht nur noch nicht nur hell, sondern es wird auch noch schlau. So sieht's aus. Ich glaube, für die, die uns nicht kennen, müssen wir uns einmal kurz vorstellen, oder? Genau. Willst du anfangen? Mache ich. Mein Name ist Andreas Bayer. Ich arbeite im Produktmanagement bei der Heller hier in Lippstadt. Ich bin Marcel Gerbracht, arbeite als technischer Trainer im internationalen Bereich bei der Firma Heller Gutmann Solutions. Und wir haben ja gerade das Video gesehen, ne? Das war schon cool mit dem Lichtkanal. Warst du schon mal da? Ja, ich war schon mal im Lichtkanal. Okay. In Lippstadt. Und es ist wirklich beeindruckend, wie auf den 140 Meter langen Lichtkanal, ich glaube 14 Meter breit ist, dass die verschiedenen Fahrsituationen simuliert werden können. Mhm. Vorausschauende Fahrzeuge, Fußgänger, Nebel, kleine Hasen können simuliert werden. Hase? Auch dabei. Und wir können auch verschiedene Technologien vergleichen. Ja. Halogen mit Xenon, Xenon mit Bixenon oder Bixenon mit LED, Matrix Beam. Und sehr beeindruckend im Lichtkanal, im Lichttunnel. Und auf der Roadmap haben wir nachher gesehen, wie die verschiedenen Technologien aufgezeigt wurden. Und richtig. Es hat irgendwo geendet im Schild Top Secret. Da stand Top Secret, ne? Und ich glaube, Top Secret ist auch, wir wollen ja auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen, ne? Dafür müssen wir aber auch rausfinden, wo kommen wir eigentlich her, ne? Lass uns doch genau. Der Spur mal nachgehen. Meilensteine. Genau. Fängst du mit zu anfangen? Mache ich. Okay. Also hinter uns haben wir die LED-Meilensteine von 2015 bis heute. Der erste LED-Scheinwerfer von Heller wurde natürlich vor 2015 entwickelt. Nichtsdestotrotz 2015 Mono- und Bi-LED-Modul in einem Scheinwerfer für die Realisierung verschiedener Fährlichtfunktionen. Ja, und dann geht es direkt weiter mit 2016 Voll-LED-Scheinwerfer mit Matrix HD84-Modul, also High Definition mit 84 einzelnen LEDs in drei Reihen. Ein Jahr später wurde es noch interessanter mit Willkommensszenario bei deinem Fahrzeug zu Hause oder du schließt das Fahrzeug ab und es gibt ein Verabschiedungsszenario. Das war dann nochmal richtig cool. Auch sehr cool, ja. Weiter ging es dann 2018, externe Ladestatusanzeige, RGB, also rot-grün-blau. Können wir direkt unseren Ladestatus überprüfen. Genau, 2019 LED-Beleuchtung, das können wir. Da haben wir auch beim BMW X5 den Frontgrill zum Leuchten gebracht. Super. Und weiter geht's mit 2020. LED-Scheinwerfer mit kompakten, softwaregesteuerten SSL100-Modul. Solid State Light, ne? Das ist Musik in meinen Ohren. Siehste. Und natürlich für ADB oder ADB, also Adaptive Driving Beam, adaptive Lichtsysteme, wenn man so will, Funktion natürlich, ne? Ganz klar. Genau. 2021 steht dann stand die Entwicklung eines Ultraslim LED-Scheinwerfers an mit zylindrischer Linse basierend auf der MLA-Technologie, Multi-Lens Array-Technologie. Okay. Und ja, sehr gespannt auf diese Neuentwicklung. Super coole Meilensteine, Andreas. Und wie so oft bei uns im Webinar, wollen wir natürlich auch ansprechen, ne? Vergangenheit, die Gegenwart und auch die Zukunft, ne? Du hast vollkommen recht. Super spannende Themen. Aber sprechen wir denn auch über die Megatrends? Na klar, sprechen wir über die. Die dürfen wir natürlich nicht vergessen. Viele von euch kennen die wahrscheinlich schon. Aber wie gesagt, vergessen tun wir sie nicht. Da sprechen wir auf jeden Fall drüber. Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage. Ja. Haben wir eigentlich auch noch einen Gastsprecher hier? Na klar, Marcel. Wie immer haben wir auch einen Gastsprecher aus dem OE-Bereich. Ja. Das ist der Oliver Schmitz, Abteilungsleiter der Abteilung Front of the Car. Okay. Also alles, was im vorderen Bereich des Fahrzeugs an Neuentwicklungen auf uns zukommt, wird er uns zeigen. Genau, ist aus dem OE-Bereich, aus dem Lichtbereich und ja. Sehr gut, das klingt spannend und da freue ich mich schon drauf. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen die Vergangenheit angekratzt und ein bisschen angesprochen. Super cool. Jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen so den Weg in Richtung Gegenwart finden, ne? Ganz genau, hast du vollkommen recht. Wir haben die LED-Technologie gesehen, die aktuell in den Fahrzeugen verbaut ist. Wir haben aber auch schon schon reingeschnuppert, was noch auf uns zukommt. Und natürlich haben wir diese ganzen LED-Scheinwerfer, Halogen war gestern, die ganzen LED-Scheinwerfer natürlich in der Serie. Ja. Jetzt schon verbaut, aber natürlich auch im Aftermarket. Gutes Stichwort. Da wollen wir noch mal kurz drüber sprechen, dass wir natürlich alle unsere OE-Produkte, unsere Scheinwerfer auch im Aftermarket verkaufen. Ja, Andreas, jetzt springst du natürlich ein. Jetzt musst du mir so ein bisschen hier unter die Schulter greifen. Entwicklung, erzähl mir doch mal was dazu für unsere IAM-Aftermarket-Produkten.
Genau, wenn wir den Scheinwerfer aus der Serie, zum Beispiel, wir haben ja gerade den Mercedes-Benz-Scheinwerfer gesehen, in den Aftermarket überführen, dann überführen wir den zu 100%. Okay. Das heißt, alles ist 100% identisch. Und wenn wir den ersten Punkt jetzt Entwicklung sprechen, dann übernehmen wir alle Teile am Fahrzeug, am Scheinwerfer direkt aus dem OE-Scheinwerfer. Und natürlich sind alle Funktionen gleich. Werden die gleichen Rohmaterialien verbaut. Okay. Und natürlich auch bei so einem LED-Scheinwerfer sind ja bis zu 3 Steuergeräte verbaut. Ja. Exakt identische Module verbaut. Und alle technische Lösungen, alle Patente, alles exakt gleich wie bei dem UE-Scheinwerfer. Das klingt schon mal ziemlich interessant. Wie ist das dann mit den Qualitätsprüfungen? Weil so ein Scheinwerfer durchläuft ja mehrere Schritte, ne? Haben wir da auch 100% Anforderungen, UE? Natürlich, natürlich. Okay. Gerade unsere Aftermarket-Scheinwerfer haben ja auch ein langes Leben vor sich. Ja. Und müssen natürlich zu 100% auch geprüft werden. Und wir machen die gleichen Prüfungen wie auch bei dem UE-Teil, wie in der Serienproduktion. Wir haben ein paar hier mal niedergeschrieben, ob es jetzt der Vibrationstest ist, der schon den einen oder anderen Scheinwerfer schon mal an die Grenzen gebracht hat. Ah, das kennt ihr vielleicht auch. Das sind diese Rüttelplatten, wo die dann fest drauf, ne? Oder? Ganz wenn genau. Sie fest, okay, ganz ja. Ganz was genau. Haben wir noch? Spritzwassertest, da wird der Scheinwerfer 24 Stunden lang besprüht und wir schauen, wie die Betauungsfunktion ist. Okay. Das muss der 100% bestehen. Es wird auf Dichtigkeit geprüft, der Scheinwerfer. Und natürlich am Ende der Produktion wird geschaut, kamerabasiert, ist das ein UE-Scheinwerfer, okay. Ein Aftermarket-Scheinwerfer und wird komplett auf Herz und Nieren geprüft, genauso wie das UE-Teil. Jetzt steht hier immer End of Line. Ne? Man hört den Begriff immer wieder. Manche, also ich musste selber mal gucken, was das, ne? Also End of Line, was bedeutet das wirklich? Also es geht die reine Funktionsprüfung des Scheinwerfers. Darum geht es, richtig? Ganz genau. Das bedeutet, der Scheinwerfer, den wir oder auch ihr im Aftermarket bewerben könnt, hat dann die gleiche Funktionsprüfung oder ist die gleiche Funktionsprüfung durchgelaufen wie das OE-Produkt selber, korrekt? Exakt zu 100% identisch. Der einzige Unterschied ist, das Handelsteil fällt in eine schicke blau-gelbe Verpackung rein, ja. Und das Handelsteil in der Herstellerverpackung. Ja, super cool. Jetzt geht's weiter mit den Produktionsstätten. Wir produzieren ja auch selbst hier in Lippstadt, ne, unsere OE-Produkte. Auch die für den Aftermarkt? Exakt gleich. Okay. Gleicher Produktionsstandort. Ja. Wenn wir in einer Fertigung, in einer Fabrik, egal wo auf der Welt, oder auch jetzt in Deutschland, hier in Lippstadt, im Werk 2 fertigen, dann ist es exakt identisch zum OE-Teil mit den gleichen Arbeitern. Wir haben natürlich die gleichen Lieferanten, wie eben auch angesprochen, mit den gleichen Rohmaterialien. Ja. Und es sind die gleichen Fertigungslinien. Also an einem Vormittag kann das OE-Teil produziert werden und nachmittags das Aftermarket-Teil. Ich sehe es gerade und das ist nämlich der vierte Teil schon, die Fertigungslinie. Das heißt, allem in allem gehen wir 100% OE-Qualität in den Aftermarket und da machen wir keine Kompromisse. Es ist 100% identisch, also technisch sind die Teile aus dem Aftermarket 1:1 vergleichbar wie aus der Serie. Super. Aha, Andreas, ein Steuergerät. Genau, eins von vielen Steuergeräten, was im Fahrzeug verbaut ist. Aber dies sieht doch aus wie ein Steuergerät für einen Scheinwerfer. Gebe ich dir recht, ist ein Scheinwerfersteuergerät, ja. Und wenn wir jetzt nochmal an früher denken, wie einfach es war, einen Scheinwerfer zu tauschen, da wurden die Fischschrauben gelöst, der Stecker gelöst, das ganze Retour und schon war der Scheinwerfer getauscht. Da gebe ich dir auch recht, ja, das sieht heute ein bisschen anders aus, ne? Was ist denn der Unterschied zu heute? Wofür benötigen wir das Steuergerät? Naja, solche Steuergeräte sind jetzt in diesen diversen Scheinwerfern verbaut und hier reden wir natürlich über Scheinwerfer mit adaptiven Lichtfunktionen. Die Entwicklung dahin geht natürlich auch immer weiter, das nimmt ja gar kein Ende. Und somit muss ein Steuergerät immer mehr und mehr Aufgaben übernehmen. Jetzt schauen wir einfach mal auf den Audi A8 Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer. Den kennst du, ihr habt den wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Der Scheinwerfer kann mit Hilfe des Steuergerätes über 900 Millionen verschiedene Lichtbilder produzieren. Ja, und da braucht man natürlich ganz klar ein Steuergerät. Okay, wenn wir das nochmal vergleichen, von früher zu heute, ist die Gemeinsamkeit, das sind nur noch die Fischschrauben. Und der Stecker, ja. Und der Stecker, genau. Und wenn wir uns jetzt dieses IAM-Steuergerät anschauen, es hat die gleiche Funktion wie das UE-Teil. Richtig. Und natürlich auch die gleiche Qualität. Ja, genau. Da stellt sich mir die Frage, benötigt das Fahrzeug, das Steuergerät eine Programmierung? Klar, also es kommt natürlich auf den Scheinwerfer selber an. Manche benötigen keine Programmierung, manche wiederum benötigen aber auch eine.
Und die muss dann natürlich auch durchgeführt werden, ansonsten funktioniert der Scheinwerfer nicht so, wie er soll. Okay, ich habe verstanden, der Austausch und die Programmierung ist komplexer geworden. Genau. Aber wie können wir dann unsere Werkstätten unterstützen? Da, Entschuldigung, kommt natürlich unsere HGS-Expertise mit ins Spiel, wo wir euch dann natürlich auch als freie Werkstatt unterstützen. Wie zum Beispiel mit unseren Diagnosemöglichkeiten, aber auch, erwähnenswert, Max Remote. Und da greifen wir euch natürlich unter die Arme und helfen euch bei der Programmierung von solch komplexen Steuergeräten. Das hört sich interessant an. Können wir uns das mal anschauen? Na klar. Normalerweise würde ich ja jetzt mit dir oder auch mit euch zusammen in die Werkstatt gehen. Aber wir haben da ein kleines Video vorbereitet und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal an, oder? Gerne. Los.
Ja, Andreas, schönes Video. Auf jeden Fall hilfreich, was den Scheinwerferaustausch angeht. Und jetzt sind wir endlich in der Werkstatt. Du sagst es, richtig gutes Video, hat mir gut gefallen, mit dem Mechaniker in der Werkstatt im Austauschfall wirklich weiterhelfen. Aber was machen wir denn jetzt in der Werkstatt, Marcel? Andreas, der Scheinwerfer ist ja jetzt eingebaut. Jetzt müssen wir den natürlich auch noch programmieren, ne? Irgendeine Idee, wie wir das machen? Du wirst mir bestimmt weiterhelfen. Definitiv. Ich sag mal, oft kann man natürlich solche Sachen auch mit dem Diagnosegerät machen. Kennst du natürlich auch, zum Beispiel beim Scheinwerfer einstellen. Aber in dem Fall, pass mal auf, benutzen wir heute Max Remote. Und der ist auch schon direkt angeschlossen. Okay, und ich brauche jetzt nur dieses Gerät? Gut, dass du es sagst, nicht ganz. Wir brauchen den Max Remote, der ist auch schon angeschlossen. Wir brauchen aber auch noch unser Tablet. Ja. Mit dem Tablet gehen wir dann auf die Online-Plattform und dann können wir auch über die Online-Applikation diese Anwendung benutzen und können dann verschiedene Sachen machen. Wie zum Beispiel für uns in dem Fall jetzt natürlich wichtig, den Scheinwerfer programmieren. Wie genau programmieren wir denn diesen Scheinwerfer? Pass auf, guck mal genau hin, hier ist noch so ein Scheinwerfer-Code drauf, siehst du das? Also ich sehe hier drei Codes, was hat es mit den Codes auf sich? Genau, den brauchen wir nämlich, da machen wir jetzt gleich noch ein Foto von. Und im Endeffekt schicken wir diesen Code über unser Max Remote an den Techniker, den wir hinterher kontaktieren. Und der nimmt diesen Code, kann den Schlüssel und kann damit den Scheinwerfer programmieren. Weil wir haben natürlich hier einen Scheinwerfer mit additivem Lichtsystem und natürlich müssen wir uns auch um den Farbcode kümmern. Farbcode, irgendwas mit Farbe, was hat es damit genau auf sich? Pass auf, alter Scheinwerfer bei dir, neuer Scheinwerfer bei mir, die Farbabstimmung bzw. der Farbton. Der ist unterschiedlich. Vielleicht sehen wir das gar nicht wirklich mit dem menschlichen Auge, aber kannst du dich mal so ein bisschen an ein paar Zeiten zurückerinnern, wo man das vielleicht... Xenon. Bei Xenon fällt es mir ein, wenn ich das Leuchtmittel auf der rechten Seite tausche, habe ich links noch das ältere und schon habe ich einen unterschiedlichen Farbton der beiden Scheinwerfer. Das kam wie aus der Pistole und ihr kennt das sicherlich auch. Deswegen hat man ja auch immer gesagt, wir tauschen lieber beide Leuchtmittel aus bei Xenon, ne? Und hier haben wir jetzt, wie gesagt, den Scheinwerfer getauscht. Die älteren LEDs auf der linken Seite, die neuen hier auf der rechten Seite. Und wir wollen natürlich ein vernünftiges Farbbild bzw. einen Farbabgleich machen und ein vernünftiges Bild auf die Straße dann im Endeffekt bringen. Ne? Gar keine Frage. Und dafür brauchen wir unter anderem auch diesen Code. Aber bevor wir jetzt weiter darüber quatschen, machen wir es einfach mal, oder? Ja, genau. Pass auf. Wir sind jetzt hier noch im Hauptmenü und hier ist der Max Remote bzw. unsere Applikation. Die starten wir. Und ihr kennt das selber, wie natürlich mit vielen anderen Anwendungen auch, musst du dich natürlich erstmal anmelden. Wir haben natürlich hier schon mal ein bisschen vorgesorgt. Einmal das Passwort und die E-Mail-Adresse eingeben und dann brauchen wir nur noch auf Anmelden klicken. Das Gerät, siehst du, hat er schon direkt gefunden. Ja. Dann gehen wir hier schon mal auf Weiter. Infonachrichten, die können wir natürlich einmal bestätigen, wie bei so vielen Diagnosesystemen. Und jetzt guck mal genauer hin. Wir haben jetzt hier so direkt ein paar Möglichkeiten, ne? Da haben wir schon eine Vorauswahl, kannst du das lesen? Genau, das scheint doch schon unser Fahrzeug zu sein. Ja, automatische Finderkennung. Wir können die natürlich auch noch manuell eingeben. Wir machen es jetzt einfach mal automatisch und bestätigen das Ganze. Und guck mal hier, was der uns direkt rausschmeißt. Marke, Mercedes, Modell, E-Klasse. Was wir aber noch brauchen ist den Motorcode, siehst du das? Genau, dann haben wir das Fahrzeug identifiziert. Guck mal, vorne ist bei dir so ein kleines Sheet. Und dann gucken wir einfach mal, sag mir doch mal den Motorcode. Genau, der Motorcode von diesem Mercedes ist 642852. 42852, guck mal, hier ist er schon. 185 kW, dann wählen wir den direkt aus. Und da sind wir auch. Hier haben wir nochmal die ganzen Informationen, wie du sehen kannst. Hier oben Batteriestatus. Dann können wir hier nochmal direkt auf Weitergehen. Und jetzt sind wir im Remote selber und können erstmal gucken, was brauchen wir überhaupt für Informationen. Service zurücksetzen, eine Anhängerkupplung programmieren, die wir zum Beispiel unter Nachrüstung machen können. Aber was brauchen wir? Irgendeine Idee, Andreas? Ja, wir haben den Scheinwerfer ausgetauscht, Modulaustausch würde ich es probieren. Genau, wir klicken mal auf den Modulaustausch und du siehst es schon direkt, ne? Scheinwerfer, Modul, klar, aber wir haben noch ganz viele andere Sachen, ne? Airbag, Servolenkung, also relativ viel, was ihr hier direkt auswählen könnt. Wir nehmen jetzt mal die Außenleuchtung, ne? Zack. Wie bei vielen Services natürlich müssen wir hier ein paar Mark bezahlen, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wir sehen direkt den ersten Service, Konfiguration der Außenleuchte und können das natürlich auch direkt bestätigen. Und hier haben wir jetzt nochmal alles in der Übersicht.
Natürlich haben wir jetzt nur einen Scheinwerfer ausgewählt. Kann natürlich auch den anderen direkt auch mitmachen. Und wenn wir das Ganze jetzt bestätigen, kommen wir im Nachhinein in kleinen Chat-Funktionen und können direkt mit dem Techniker sprechen. Und hier ist es jetzt nochmal ganz wichtig, auch für euch, dass ihr vorher natürlich das Foto macht, weil guck mal genau hin, du kommst da echt jetzt nicht mehr so schön dran, ne? Ja. So, das Foto speichern wir ab, schicken es dem Techniker und der kann dann anfangen, den Scheinwerfer zu programmieren. Wie lange dauert so ein Vorgang? Du hast es eine Menge erzählt, aber wie lange dauert es denn wirklich? Ja, wie lange dauert es wirklich? Andreas, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, ne? Wie lange dauert eine CSC-Tool-Kalibrierung beim Frontradar? Oder eine Frontscheibenkamera. Das ist natürlich, erstmal kommt es aufs Fahrzeug an, ne? Ganz klar. Aber es kommt natürlich auch auf die Arbeit an. Aber zwischen 10 und 15 Minuten natürlich, ne? Gar keine Frage. Aber kommt natürlich auf die Arbeit und auch auf das Fahrzeug an. Super, sehr spannend. Innerhalb von ein paar Minuten das Fahrzeug fit für die Straße gemacht. Gefällt mir. Ja, so richtig bereit für die Straße sind wir natürlich noch nicht, Andreas, ne? Hast du eine Idee, was wir noch machen müssen? Ja, habe ich. Und zwar, ich habe hier den Megamax X entdeckt. Von daher gehe ich stark davon aus, dass wir noch einige Einstellungen vornehmen müssen. Genau. Ein paar Diagnosearbeiten müssen wir auf jeden Fall noch machen. Welche? Hast du eine Idee? Spontan fällt mir natürlich ein, dass wir die Scheinwerfer oder den neuen Scheinwerfer einstellen müssen. Sehr gut. Wie machen wir das? Das machen wir mit dem Scheinwerfer-Einstellgerät. Genau. Hast du was vorbereitet, ne? Ich habe da was vorbereitet. Marcel, ist das das SEG5? Genau, das ist das SEG5, unser digitales Scheinwerfer-Einstellgerät. Und benutzen wir dann natürlich zum Scheinwerfer-Einstellen in Kombination mit unserem Megamax X. Ne? Weißt du denn, wie wir hiermit arbeiten, den groben Ablauf? Den groben Ablauf, den kann ich dir erklären. Ja. Wenn es ins Detail geht, den Part würde ich dir überlassen. Ja, dann schieß mal los. Okay, als erstes müssen wir die Parallelität zum Fahrzeug herstellen. Das machen wir mit dem Laser und suchen uns zwei parallele Punkte am Fahrzeug. Korrekt, richtig, ja. Und wir müssen natürlich das SEG5 mit den Pfeilen oberhalb und seitwärts auf das Hauptmodul, Lichthauptmodul ausrichten. Genau. Und machen das dann links, rechts und nach oben und unten. Genau, das ist eigentlich schon grob angeschnitten, ist es das eigentlich schon, das ist richtig. Das heißt, das SEG muss schon vernünftig positioniert werden. Das richtige Modul hast du erwähnt. Das heißt, für weitere Informationen habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, nochmal fahrzeugspezifisch ins Detail zu gehen und findet ihr Informationen auf der Heller Tech World. Natürlich auch nochmal erwähnenswert. Ne? SEG haben wir. Gehe ich jetzt mal nochmal auf den Megamax X zu sprechen. Mhm. Angeschlossen ist er. Die Applikation können wir auch ganz normal starten. Und hier müssen wir dann jetzt natürlich nochmal das richtige Fahrzeug auswählen, unser Mercedes. Dann gehen wir auf die Grundeinstellungen. Und in den Grundeinstellungen finden wir natürlich verschiedene Optionen, wie zum Beispiel eine Kamerakalibrierung, eine Radarkalibrierung, aber auch unsere Scheinwerferkalibrierung. Mhm. Und wenn wir die angestupst haben und unsere Scheinwerfer in der Grundeinstellung sind, können wir weiter fortfahren mit unserem SEG5 und können die Einstellung zu Ende bringen. Ich habe jetzt auf dem Diagnosegerät, auf dem Tablet und auf dem SEG5 eine Vielzahl von Fahrzeugmodellen gesehen. Genau. Wie viele Fahrzeugmodelle kann denn das SEG5 abdecken? Also, wie du hier schon siehst, das Menü unterscheidet sich nicht wirklich wie bei unserem Megamax X. Das heißt, wir haben hier natürlich die Fahrzeugauswahl, unsere verschiedenen Fahrzeugtypen und Modelle, das heißt von A bis Z, alle Marken vertreten. Und wir haben natürlich auch dementsprechend die verschiedenen Modelle vertreten, weil du kennst das selber. Manche Fahrzeuge sind natürlich nicht nur mit LED oder Xenon ausgestattet, sondern auch mit Halogen. Und dementsprechend haben wir natürlich einen klaren Vorteil mit unserem SEG5, unserem digitalen Gerät, weil diese Lichtbilder schon alle im Gerät hinterlegt sind. Man kann, möchte ich natürlich auch erwähnen für euch, das Ganze auch mit einem analogen Gerät machen, mit einem SEG4, das geht auch, aber mit unserem SEG5 sind wir natürlich viel, viel akkurater unterwegs und wir brauchen das natürlich auch, weil wir natürlich dementsprechend über verschiedene adaptive Systeme, die wir zum Beispiel bei diesem Scheinwerfer haben, akkurat sein müssen und wollen. Ne? Genau, habe ich verstanden.
Ich habe jetzt hinter dem Fahrzeug noch eine Leinwand entdeckt. Das sieht nach dem CSC-Tool digital aus. Ja, komm, lass uns das mal gerade hier so ein bisschen an die Seite schieben. Tatsächlich, ja, das ist das CSC-Tool digital. Richtig. Hast du eine Idee, warum das jetzt hier steht? Ich kann es mir gut vorstellen. Schieß los. Fahrzeuge mit adaptiven Lichtsystemen, kamerabasiert. Wenn die unterwegs sind mit dem neuen Spurhalteassistenten oder mit dem Spurassistent mit blendfreiem Fernlicht oder Ausleuchten von Fahrradwegen, dann muss akkurat ausgeleuchtet werden. Das muss passen, ansonsten ist es gleich ein sicherheitsrelevantes Thema. Definitiv. Und Ärzte sagt, die Kamera, unser Fahrzeug muss natürlich ganz klar sehen, was ist vor uns. Ist jetzt fahren mit dem blendfreien Fernlicht, Entschuldigung, schwieriges Wort, mit dem blendfreien Fernlicht sind wir unterwegs, haben ein Fahrzeug vor uns und unsere Kamera muss das natürlich sehen, damit wir den Bereich jetzt nicht ausleuchten, weil wir wollen den Verkehr natürlich nicht blenden, ne? Den entgegenkommenden, aber auch die Fahrzeuge, die vor uns herfahren. Also ganz klar. Das CSC-Tool, ist das Vorschrift? Muss ich das machen oder ist das so eine optionale Geschichte? Das ist natürlich jetzt wiederum herstellerbedingt. Manche schreiben es vor, manche nicht. Wir sagen ganz klar, nach solchen Arbeiten, die wir jetzt gerade durchgeführt haben, legen wir es euch natürlich nahe, auf jeden Fall noch eine Kamerakalibration zu machen. Weil, wie schon erwähnt, unser Fahrzeug muss sehen, wohin die Reise geht und wo wir ausleuchten wollen, richtig? Genau. Aber jetzt haben wir so viel gemacht. Wir haben Megamax Remote Service genutzt. Wir haben Scheinwerfer-Einstellgerät genutzt. Wir haben Kamerakalibrierung durchgeführt. Das sind ja viele, viele Schritte. Wie kann das protokolliert werden für Werkstatt, Kunde, Versicherung? Das kann definitiv protokolliert werden, ja. Du hast sie jetzt alle aufgezählt. Das heißt, wir haben beim Max Remote haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, das Protokoll am Ende zu bekommen. Beim SEG 5 selber natürlich auch. Und wenn wir mit dem Megamax X arbeiten und verschiedene Arbeiten machen, auch die Grundeinstellung und die Kamerakalibration, das heißt, wir haben ja mehrere Sachen, an denen wir hier gleichzeitig arbeiten, das bekommen wir alles im Anschluss bestätigt. Und können das dann ausdrucken oder auch als PDF verwerten. Und wie du schon sagst, ganz wichtig, für uns als Werkstatt, für den Kunden und für Versicherung. Marcel, du hast ziemlich viel erzählt. Ich habe dich ziemlich viel gefragt. Das ist bestimmt noch nicht alles. Da kommt doch bestimmt noch was. Ist schon richtig. Also da kommt noch ein bisschen was. Wir sprechen jetzt noch ein bisschen über die Megatrends. Aber dafür würde ich sagen, komm doch mal mit. Alles klar. Frisch zurück aus der Werkstatt. Genau. Coole Demonstration am Fahrzeug, abgerundet durch das interessante Video beim Audi A3. Und langsam verstehe ich die komplexen Prozesse und damit resultieren auch die Schwierigkeiten in der Werkstatt. Ganz klar. Und ihr habt es auch gesehen, es ist alles nicht mehr ganz so einfach. Und wie du es schon erwähnt hast, 4 Schrauben eben kurz ab, Stecker ab und neu rein. Das ist halt manchmal nicht mehr so. Und ja, wir entwickeln uns halt stetig weiter. Aber mal davon abgesehen, hast du mal geguckt? Zukunft haben wir jetzt und jetzt müssen wir aber noch mal einmal unsere Megatrends ansprechen, oder? Ganz genau. Und wir wollen uns auf 3 konzentrieren heute, meine ich. Genau, heute konzentrieren wir uns auf 3 Megatrends, 3 Markttrends. Das erste wäre die Effizienz und die Elektrifizierung. Okay, neue Scheinwerfertechnologie für neue Elektrofahrzeuge, richtig? Ganz genau. Ja. Als nächstes hätten wir dann das autonome Fahren, nicht mehr wegzudenken und in Teilen ja schon. Umgesetzt. Definitiv. Und das inkludiert natürlich dann auch die intelligente Sicherheit in solchen Scheinwerfersystemen, korrekt? Ganz genau. Wird alles abgerundet durch die Individualisierung? Der Fahrer entscheidet nun selbst mit, wie die Beleuchtung innen oder außen am Fahrzeug aussehen kann. Richtig. Und apropos Individualisierung, natürlich haben wir Oliver noch hier, der uns noch viele interessante Themen mitbringt und mit dem wir später noch sprechen werden. Auf Oliver möchte ich jetzt gar nicht warten. Haben wir denn jetzt schon ein paar Beispiele, die wir uns anschauen können? Ja, komm, machen wir, oder? Na klar. Los, komm. Das ist ein ziemlich cooles Beispiel übrigens. Guck mal, welcome, farewell, also willkommen oder auch verlassen. Ich laufe daher, schließe mein Fahrzeug ab und du siehst direkt, das Fahrzeug leuchtet mir den Weg aus. Das ist schon echt, also ich werde wirklich begleitet von meinem Fahrzeug mit der Lichttechnologie, die verbaut ist. Das ist schon echt cool. Also dann werde ich lichttechnisch begleitet, bis ich das Haus betreten habe und das Fahrzeug merkt, okay, ich bin drin, ich kann wieder ausgehen. Richtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dafür auch immer prädestiniert, wenn man mal im Parkhaus ist. Ne? Schlüssel eben kurz raus und einmal drücken ist natürlich auch cool. Ne? Auf jeden Fall. Also Fahrzeug findet man sofort wieder. Das ist auch cool. Glaffrey High Beam.
Aber dazu muss ich dir noch Folgendes sagen, Andreas. Du kennst doch noch die alten Systeme, die so einen Tunnel kreiert haben, ne? Genau, was ist denn jetzt bei dieser Technologie anders? Das ist schon etwas anderes, weil wir kreieren nicht diesen Tunnel, sondern wir leuchten wirklich alles aus und nehmen nur zum Beispiel das einzelne Verkehrsschild raus. Guck mal genau hin. Das heißt, das Reh, was sich jetzt dahinter noch befindet, ist immer noch super gut zu erkennen. Mhm. Und im Notfall kann der Fahrer jetzt hier sofort reagieren und agieren. Oder auch auf der linken Seite. Da wird die Person auch noch komplett ausgeleuchtet, nur das Gesicht wird rausgenommen. Das heißt, die Person wird auch nicht geblendet. Und das hatten wir halt mit den älteren Systemen nicht. Da wurde halt wirklich ein kleiner Tunnel kreiert und ja, wir hatten etwas schlechtere Verhältnisse, nennen wir es einfach mal so. Also hier mit dem SSL HD sind wir natürlich weitaus viel, viel besser aufgestellt. Oh, da habe ich immer Angst vor. Ja, das stimmt, da muss man schon mutig sein und all seinen Mut zusammenfassen und durchzufahren. Und gerade mit den immer breiter werdenden Fahrzeugen. Genau. Ist es immer eine Herausforderung, schaffe ich es nicht. Und die neuen Scheinwerfer sind in der Lage, Fahrzeugstreifen dann auf die Straße zu projizieren. Und wenn das passiert, dann habe ich die Sicherheit, ich passe da durch. Wobei natürlich auch hier, ich sage mal, die Kombination zwischen autonomem Fahren und genau solchen intelligenten Lichtsystemen super funktioniert in der Zukunft. Können sich direkt dran orientieren und das Fahrzeug leitet mich dann autonom genau durch solche Gefahrenstellen. Perfekt. Ganz genau. Fahrradfahrer. Das wird natürlich auch immer mehr, ne? Auf jeden Fall. Es gibt immer mehr Fahrräder auf der Straße und ich denke, die neuen Scheinwerfertechnologien können hier auch für mehr Sicherheit sorgen. Definitiv. Es sind natürlich Ausnahmefälle, aber du hast es bestimmt auch schon gesehen. Oftmals hat man schlechte Reflektoren irgendwie an den Kleidung oder sowas und man erschreckt sich teilweise wirklich. Weil ich meine, es wird ja selber immer mehr und immer mehr mit diesen Fahrrädern, gerade mit den E-Bikes, aber ich fahre selber und da ist so eine Ausleuchtung natürlich perfekt, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie da ein paar fehlende Reflektoren am Fahrrad haben sollen. Ne? Außerdem ist es nicht nur für mich als Fahrer super, sondern auch für dich, ne? Als Fahrradfahrer. Also das gefällt mir schon, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ein riesen Pluspunkt in Richtung Sicherheit. So, jetzt, Andreas, lass uns doch mal eben gerade durchgehen. Genau, wir haben die Megatrends durchgesprochen. Genau, Elektrifizierung und Effizienz, richtig? Haben wir angesprochen, wir hatten das autonome Fahren. Genau. Ein Thema fehlt noch, das haben wir nicht angesprochen. Die Individualisierung. Und ich glaube, da gehen wir jetzt mit unserem Profi Oliver Schmitz dran. Ne? Beziehungsweise ich gehe mal rüber und spreche mit ihm. Der wartet bestimmt schon. Und wir sehen uns gleich wieder, okay? Alles klar, bis später. Bis gleich. Oliver, hier bin ich. Ich hoffe pünktlich. Du hast gerade schon auf die Uhr geguckt. Nicht, dass du hier abhauen willst. Alles gut, Marcel. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Hi. Hör mal, wir sind jetzt hier, weil du bist ja unser Fachmann und korrigier mich, wenn es falsch ist, aber das sind jetzt schon Frontpanels, richtig? Also erste Korrektur, Fachmann, ich kann dir ein bisschen was dazu erzählen. Das ist schon mal gut. Viele Leute, die wissen viel mehr als ich, aber ich kann dir ein bisschen was dazu erzählen. Jein. Also das ist ein Panel. Okay. Und das ist eigentlich ein klassischer Grill, wie du ihn vom Verbrenner her kennst. Okay, Verbrenner. Das heißt, wir reden jetzt aber auch noch über Fahrzeuge, die tatsächlich noch auf der Straße sind, richtig? Absolut. Also beide Sachen, die du hier siehst, kannst du auf der Straße sehen. Ach, beide. Habe ich extra mitgebracht, damit wir uns auch ein bisschen besser vorstellen können, was die Kollegen vielleicht auch schon sehen, was sie schon in ihren Werkstätten gehabt haben, um eine gute Vorstellung haben, das ist real, das ist auf der Straße. Ich meine, kennst du den? Ich wollte gerade fragen, ist ein BMW, oder? War jetzt nicht ganz so schwer, aber richtig. Ja, okay. Aber der hat ein Highlight. Ja. Hast du den schon mal auf der Straße gesehen? BMW X6? Bestimmt schon mal gesehen, aber auch nur so beim Vorbeihuschen. Ja, warte, dann, ne? Da kommt jetzt ein Highlight. Also er hat eine Beleuchtung drin. Okay. Ist relativ interessant gelöst. Du hast halt, die Quelle ist halt nur oben. Ja. Und das strahlt halt komplett runter und beleuchtet dann die einzelnen Rippen der Niere. Okay, das ist schon mal richtig cool. Kann man da auch irgendwie andere Farben machen? Rot, Gelb, Grün oder so? Theoretisch kannst du alles machen. Ne? Du musst halt eine andere LED reinmachen, aber das ist natürlich, Farbspektrum ist eine Sache. Wir reden über Front. Dann bist du schon auf Weiß festgelegt. Okay, ich wollte gerade sagen, hinten Rot, ne? Vorne Weiß, so wie man es auch kennt. Genau. Ne? Das heißt, aber Weiß, ist das dann überhaupt legal so? Wenn das, ich mache nochmal gerade, weil das ist ja schon hell, ne?
Also viele der Funktionen, jetzt bei dem her, ist ein Sonderfall, sage ich mal, oder ist kein Sonderfall. Im Endeffekt ist alles möglich. Mhm. Du kannst es nur für Welcome und Goodbye, wie es im Englischen heißt, Funktion nutzen. Du kannst es aber auch für legale Funktionen benutzen. Das heißt, es kann ein Anteil vom Positionslicht sein. Okay. Es könnte auch DRL-Funktionen übernehmen. Ja. Aber das Wichtige ist halt Anteil vom Positionslicht, weil wenn es ausfällt, muss der Scheinwerfer, der ja links und rechts jetzt hier noch sitzen würde, ja, immer noch eine entsprechende, ausreichende, legale Lichtfunktion, legale Lichtintensität auf die Straße bringen. Okay, das kennt man ja eigentlich auch schon bei mehreren Fahrzeugen, dass Positionslichter halt wirklich abweichen und unterschiedlich dargestellt werden können, absolut, richtig? Also ist das hier mein, finde ich super. Also das ist aber der Startpunkt, ne? Also das ist so, okay. Da fangen wir an, da fängt Front of the Car an. Ja. Das sind so die Sachen, wo man auch sagt, okay, selbst bei einem klassischen Verbrenner kann ich eine interessante, differenzierende Lösung auf die Straße bringen. Was hast du jetzt, Oliver, jetzt bin ich niggelig, was hast du denn da? Jetzt ist da auch noch so ein fancy Licht oder bei dem zweiten Panel? Ja, weil das ist ja jetzt das Panel. Das ist du hast dich vorher informiert, Respekt. Das ist tatsächlich ein Panel, ja, das siehst du auch auf der Straße, hat aber eine reine Radom-Funktionalität. Okay. Radom ist ein Begriff. Erklär mir das mal bitte. Also Radom bedeutet Radardom im Endeffekt. Das heißt, hier hintergesetzt hast du ein Radar und die Kunst ist halt, dass die Radarstrahlen entsprechend ohne große Störeffekte auf die Straße zu bekommen. Das heißt, es sitzt zentrisch, du hast gewisse Herausforderungen mit den dekorativen Eigenschaften etc., alles was, ja, dazugehört. Und das siehst du auf der Straße. Du siehst jetzt hier im Endeffekt eine Lösung, die sich rein auf dekorative Eigenschaften beschränkt, also, okay, ein Logo in der Mitte, verchromte Optik etc., alles was dazugehört. Ja. Wenn du genau hinschaust, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, du siehst auch so einen gewissen 3D-Effekt, ja, ja, mit diesen, ja, blauen, ja, Dreiecken. Genau, ja, aber das sieht man ganz gut eigentlich hier, ne? Aber genau, das ist ein optischer Aspekt, oder? Das ist ein, oder, optischer Aspekt, das, okay, ist ein Styling-Aspekt, du kannst halt jede Menge Sachen machen, du kannst metallische Effekte, ja, Wagenfarben-Effekte, ja, ja. Ehrlich gesagt, mit dieser Umgestaltung des Grills in der Mitte, dass du es als geschlossene Fläche machen kannst, mhm, dadurch schaffst du unglaublich Flexibilität, Styling, Differenzierungsmöglichkeiten für den Kunden. Und das fangen die auch an zu nutzen, was du auf den Automessen siehst, auf der IAA. Ja, das, ja, ja. Die Sachen werden real. Das, okay. Das dauert zwar vielleicht bei der einen oder anderen Sache noch ein bisschen, ja, so kleine Andeutung, so ein bisschen Vision, was so, ja, möglich, ja, ist. Ja, ja. Das dauert halt bei der einen oder anderen Sache noch ein bisschen, aber hier kannst du alle Lichtfunktionen reinbringen. Welcome und Goodbye haben wir ja da schon besprochen. In diesem Panel hier wirklich, genau, ne? Also okay. Wir nennen das Flächenbeleuchtung, ja, aber dann nicht als gesamte Fläche beleuchtet, sondern, ja, dann hast du einzelne Geometrien, Dreiecksgeometrien, Linienstrukturen. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Aber auch nochmal für mich und für euch, das ist dann eine Art Positionslicht. Das ist dann jetzt noch kein Scheinwerfer, wenn wir so eine durchgezogene Panelfront zum Beispiel hätten, oder? Das ist wie bei der Lösung beim Verbrenner, ja, kann, ja, es ein Teil des Positionslichts, okay, sein. Es kann auch eine Tagfahrlichtfunktion übernehmen. Du kannst dir auch vorstellen, ist natürlich jetzt bei so einem kleinen Panel ein bisschen schwer vorstellbar, richtig, dass, richtig, ein Teil, dass der Blinker vielleicht auch eine gewisse Funktionalität bekommt, weil im Endeffekt du es so gestalten kannst, alle Animationsmöglichkeiten, Einzelansteuerung der Geometrien, das ist alles möglich. Bedeutet natürlich architektonisch, wenn du über Steuergeräte und all das, richtig, was du darüber sprichst, gewisse Herausforderungen. Also die OEMs müssen auch ein bisschen was dann noch machen, wenn sie das wünschen. Okay, weil du hast ja gerade auch diese Sicherheitsaspekte angesprochen, wie zum Beispiel Radarsysteme. Mhm. Jetzt siehst du ja auch hier, ne, hier ist ja jetzt so ein kleines Loch, da würde dann die Frontkamera sitzen. Genau. Du hast ja aber auch noch andere Systeme in bestimmten Fahrzeugen verbaut. Jetzt nicht nur den Frontradar für das ACC, sondern auch andere Radarsysteme, PDC-Einheiten, also Park Distance Control zum Beispiel. Oder was ist denn mit den neuen Systemen, LiDAR? Könntest du theoretisch alles hier integrieren? Also gar keine Grenzen gesetzt? Im Endeffekt nicht. Okay. Natürlich, die Grenze ist immer die Physik. Ja, die Grenze, okay, ist, ja, immer, ja, die, ja, wie, ja, du es dann entsprechend halt umsetzen kannst. Ja. Aber theoretisch, wenn du die Grenzen der Physik besiegen kannst, nenne, ja, ich jetzt mal, dann kannst du alles einbauen. Radar, LiDAR, Kamera, PDCs. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Ja. Du hast Herausforderungen, wenn wir jetzt... Wir als Heller stellen ja solche Teile dann auch her. Da kommen gewisse Sachen, wo du Herausforderungen in der Herstellung bekommst. Bedeutet, wenn du diese Löcher hast, wie gestaltest du das? Du musst ja immer noch sicherstellen, dass der entsprechende Schutz da ist. Weil du willst ja auch nachher nicht, wenn du es auf der Straße siehst, nach 5 Jahren willst du ja dein Auto nicht angucken, dann bröckelt da der Lack ab. Also dieser Schutzlack. Nee, natürlich nicht. Aber jetzt hast du auch schon mal den Austausch erwähnt. Wie ist denn das dann? Ich sag mal, natürlich gibt es leider Gottes Unfallschäden und
wir müssen die natürlich, und auch ihr als freie Werkstatt, ihr müsst die dann reparieren. Das ist natürlich auch wieder eine ganz andere Herausforderung für unsere Werkstätten, unsere freien Werkstätten draußen, ne? Absolut. Also erster Aspekt, man sieht es jetzt auch in der Reflexion, in der Kamera so ein bisschen wahrscheinlich. Ja. Das ist ein hochdekoratives Teil. Das ist halt eine ganz andere Dimension. Wie fasse ich das an? Wie kriege ich das gehandhabt? Dann natürlich der Aspekt, wenn ich die ganzen Funktionen drin habe. Das Teil wird schwer. Ich wollte gerade sagen. Guck dir den Voll-LED-Scheinwerfer an, nimm den in die Hand. Und wenn du da natürlich entsprechend Funktionen hinzufügst, das Teil wird schwer. Natürlich, wenn du Sensorik integrierst, Kalibrierung, all die ganzen Sachen kommen natürlich dazu. Was du aber auch hast bei einem normalen Unfall. Also dann hast du vielleicht den Sensor irgendwo hinterm Grill, dann hast du den Sensor irgendwo im Stoßfänger drin. Also die Kalibrierungsaspekte bleiben erhalten, sind aber dann voll integriert in so einem Teil dann. Wie ist das, wenn so ein Panel größer ist und da ist auch, ich sag mal, die Hauptscheinwerferfunktion verbaut? Muss ich dann auch irgendwie Licht einstellen, nachdem ich dann das ganze Panel getauscht habe? Oder also, weil hier in der Mitte waren jetzt zum Beispiel nur so kleine Positionsleuchten als Funktion, richtig? Genau, also das Thema, ich sag mal, voll integriert. Du siehst ja jetzt hier auch wieder unser schönes Beispiel. Kommen wir gleich noch drauf. Gut. Vision, Zukunft. natürlich, dann kommt das Thema der Kalibrierung, alles wieder mit dazu. Mhm. Im Moment natürlich, man sieht es in den Concept Cars, die Kunden reden auch mit uns über solche Sachen, dass die Hauptlichtfunktionen integriert werden. Aber das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Du kannst dir auch vorstellen, wenn du jetzt Fußgängerschutz betrachtest, Crashverhalten, also Kollisionsverhalten, wenn du so ein großes Teil in der notwendigen Versteifung da drin hast. Das beste Beispiel, ne? Absolut. Groß, schwer, ziemlich stabil alles, ne? Und gerade Fußgängerschutz, du willst es stabil haben, es muss irgendwie formstabil sein, es muss vibrationsstabil sein. Aber wenn der Kopf halt dagegen klappt, muss es auch irgendwo noch flexibel sein. Also es ist ein schmaler Grat und auch immer wieder eine Herausforderung. Dann das in die komplette Breite gezogen mit einer Wand im weitesten Sinne. Richtig. Kommen da Herausforderungen, die in vielen, vielen Fällen wirklich im Detail auch analysiert oder nicht. Die werden immer im Detail analysiert, aber manchmal auch zu Herausforderungen führen, die nicht überwindbar sind. Okay, ich habe aber eine Frage habe ich noch. Jetzt habe ich jetzt den Grill, ist ja kein Panel, den Grill gerade nochmal angefasst. Und ich sehe ja auch hier, wir haben ja auch die Luftdurchlässe hier. Da ist ja jetzt gar nichts mehr. Das ist ja dann, die Front ist zu, richtig? Absolut. Aber wie können wir das einfach so realisieren? Das kannst du realisieren insofern, dass du ja keinen Motor mehr aktiv kühlen musst. Ach, Elektro. Du hast ja klar, Elektrofahrzeug, natürlich. Also natürlich. Verbrenner. Natürlich. Sicherlich gibt es auch Möglichkeiten. Ja. Es gibt ja unterschiedliche Positionen, wo Grillstrukturen umgesetzt sind, wo so ein Panel denkbar ist. Aber das ist wirklich ein Anwendungsfall, den du prima bei Elektrofahrzeugen siehst. Okay, das hatte ich jetzt gerade vor lauter Aufregung gar nicht mehr auf dem Schirm hier. bitte folter mich nicht weiter. Können wir uns mal so diesen kleinen Blick da in die Zukunft anschauen? Ich erzähle dir erstmal so ein bisschen was du da überhaupt siehst. Ah, okay, ja. Natürlich. Nur ein statisches Bild. Ich habe mir gedacht, für Marcel und für euch bringe ich was mit, was vielleicht ein bisschen interessanter ist. Sehr gut. Ihr seht hier halt was wirklich eine Vision ist. Mhm. Also ihr seht ein Lichtband, was über die komplette Fahrzeugbreite geht. Man sieht es an manchen Fahrzeugen, die heute schon auf der Straße siehst du es auch. Dann ist es aber separiert. Dann hast du im Scheinwerfer ein Lichtband drin, dann hast du in der Mitte ein Lichtband drin. Genau, und das kombiniert sich da. Das ist halt eine Vision. Ja, und das hier geht ja wirklich komplett durch einmal, ne? Genau, und das Teil zeigt auch das Panel über die komplette Breite. Aber wirklich die Herausforderung, die ich eben genannt habe, erstmal so ein bisschen ignoriert, sondern einfach nur zu zeigen, okay, das ist das, was geht. Ja. Beleuchtetes Logo, sehen wir auch gleich im Video. Okay. Ist dann auch erkennbar. Ich sehe es gerade ganz schwach schon hier vorne. Ja, genau, du siehst es ganz schwach. Das ist, ist aber eine spezielle Sache, habe ich eben gar nicht erzählt. Gerade dieses Thema Logo, Legalität, europäischer Markt, in Beleucht schwierig. Also okay, ja, du hast recht. Für Willkommensfunktion und auch Wiedersehenfunktion sicherlich denkbar, aber auf dem europäischen Markt ist es halt so als Werbung klassifiziert, dann sieht es aus wie so ein Werbebanner, deshalb funktioniert das nicht. Aber was halt funktioniert, neben dem, ich hatte ja hier diese Flächenbeleuchtungsaspekte angesprochen, richtig, da können auch Displays reinkommen. Da können Sachen reinkommen, Sachen, die du, da kannst du am Ende alles mitmachen. Ja, aber warte mal, das wird doch eigentlich bedeuten, wenn ich jetzt mit meinem Fahrzeug nicht fahre, dann könnte ich doch irgendwie was Cooles anzeigen lassen. Absolut, schließ auf, schließ zu, dein Nachbar guckt zu, ist vielleicht auch ganz nett. Ich wollte gerade sagen, was ist Handy raus, ein bisschen gucken, kann die Farbe auswechseln oder was? Das kommt drauf an, was du im Endeffekt dann eingebaut hast. Ja, das ist natürlich, ist natürlich dann auch wieder, dann kommst du wieder an die Punkte der Legalität mit den Farben etc. Ja. Im Stand ist theoretisch alles möglich. Genau. Absolut. Und natürlich
Ich kann mir vorstellen, dass es Apps für sowas gibt. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmt auch schon Leute an sowas arbeiten. Aber warten wir mal ab, was die Zukunft bringt. Also ich glaube, die Grenzen werden auf jeden Fall deutlich nach oben geschoben. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft, wenn ich das hier höre. Das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Und wenn du Lust hast, sollst du das Video mal anschauen. Gerne, auf jeden Fall. Siehst du ein bisschen live, was so möglich ist. Gerne. Das wirkt von selber. Schau es dir gerne an. Los geht's. Okay, das ist doch bestimmt schon das Logo, ne? Absolut, das beleuchtete Logo. Du siehst jetzt auch ganz kurz die Scheinwerfer, eine Explosionsdarstellung, damit man versteht, okay, da sind halt einige Sachen dahinter an Struktur, an Crashverhalten, genau, was halt anders kommt. Weil Sensorik. Du musst, genau, die Sensorik ist drin, Crashboxen sind dargestellt. Also ein bisschen andere Herausforderung. Ja. Das gesamte Black Panel, also das in XXL, nenne ich es jetzt mal, die Lichtfunktion. Was auch ganz nett ist, das siehst du wahrscheinlich gleich, ist das in dem, genau, da ist es, super cool. Lit-Funktion, dass du halt was erst siehst in dem Moment, wo es eingeschaltet wird. Super. High Fancy, ne? Das ist eine Vision. Wir haben, das Produkt, dieses Konzept damals entwickelt, zusammen mit Plastic Omnium, unserem Partner. Ja. Und wollten einfach zeigen, was theoretisch geht. Aber das gibt ja mir und auch euch gerade diese Übersicht, was wirklich geht. Genau, das ist der springende Punkt. Ist aber irre. Viel Vision, ne? Also ich habe ein paar Herausforderungen eben genannt. Aber das Lichtband hier, hast du genau diese Cyanfarbe. Autonomes Fahren, Kommunikation mit Fußgängern, Nutzung der LIDAR, Radarfunktionalität, Kameras. Also da ist super viel möglich. Und natürlich kommen ein paar Herausforderungen auf unsere Werkstätten zu, aber warten wir mal ab. Ne? Das kommt ja nicht alles von heute auf morgen. Nein, natürlich nicht. Und gerade habe ich es gesehen, man hat zum Beispiel auch den Ladezyklus sehen können, wenn ich jetzt mein E-Fahrzeug lade. Ne? Aber was ich noch sehe, ist goodbye. Ne? Tatsächlich muss ich, glaube ich, wieder los. Nicht, dass ich gleich wieder zu spät bin. Oliver, der Hammer, Wahnsinn, super Einblick. Vielen, vielen lieben Dank. Danke dir, dass ich hier sein durfte und melde dich einfach und wenn es Fragen gibt, ich stehe dafür zur Verfügung. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis bald. Ciao. Ich komme. Marcel, schön, dass du wieder da bist. Ja. Erzähl, wie war's bei Oliver? Fantastisch. Also diese verschiedenen Lichtpanels, die wir da gesehen haben, unfassbar gut. Und natürlich auch das vom BMW mit super Wiedererkennungsmerkmal. Die beiden Nieren vorne im Grill. Einwandfrei. Und den Weg, den wir da gehen, also das wird, glaube ich, schwer interessant für unsere Kunden. Also das ist, da ist Spannung. Klasse. Hört sich gut an. Ja. Und ich denke, wir haben eine Menge Themen angesprochen heute. Ja. Viel erklärt am Fahrzeug. Lass uns mal kurz zusammenfassen, was wir alles besprochen haben. Angefangen mit unseren Meilensteinen, ne? Also unsere Licht- oder beziehungsweise LED-Technologie von 2015 bis 2021. Genau, dann haben wir über die Überführung der OE-Produkte in den Aftermarket gesprochen. Genau. Weiter ging es mit den Lösungen. Gerade für euch als Werkstatt super interessant, um euch bei der neuen Technologie zu unterstützen. Genau. Die Megatrends haben wir angesprochen. Genau. Und natürlich auch die Zukunftstechnologien, richtig? Wie zum Beispiel unseren SSL-HD. Ganz genau. Bevor wir jetzt aber auf Wiedersehen sagen, möchten wir euch natürlich noch die Hella Tech World ans Herzen legen. Also wenn ihr weitere Informationen braucht oder auch technischen Inhalt, geht doch bitte und besucht unsere Hella Tech World. Da findet ihr viele nutzvolle, nützliche Informationen. Und ich glaube, dann ist nur noch zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ganz genau, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und bevor ich es vergesse, bleibt dran für den Film.